Hattest du einen Turnbeutel? Nee, ich hab nicht mitgeturnt. Ich hatte immer meine Tage. Du hattest deine Tage, denke ich mir. Freddy kann nicht mitmachen, er hat Erdbeerwoche. Ja. In der zweiten Klasse, verstehst du? So drei Tampons im Mund. Herr Lehrer, heute geht's nicht. In den Ohren und im Mund. Ich bin frühreif. Ich hab Tamponwoche. Ja genau, ich starte immer eine Turnhalle, ich kann nicht mitturnen, alleine mit Tampons im Gesicht auf der Bank. Und hast dich so gekrümmt. Ja, aua! Unterleib! Ich hab Bauchweh. Ich brauche eine Buskopan! Hat jemand eine Buskopan? Du hast auch so eine Lego-Friese, oder? Einfach diese. Genau. Ich bin ja eigentlich so, ich hab so einen Nippel am Kopf oben, um mir die Frisuren aufzusetzen. Da hast du so 20 verschiedene Frisuren. In der Früh so plump. Heute mal Darth Vader. So eine geile Lego-Friese. Das ist geil. Ich hatte auch immer so viel so, ich hatte Panini-Sammelalbum und sowas. Gibt's ja heute noch, aber das hatte ich auch. So von der WM sowas. Ich auch, mit dem ersten Sammelpack und dann war aus. Das war's, ich habe die ersten 6 Karten eingeklebt und es war mein Panini-Sammelheft. Du hast halt einfach nur die Hanuta gefressen, weißt du, da sind Bilder da. Du hast die Bilder mitgefressen. Ich habe die Hanuta eingeklebt. Hier ist die katholische Männerbadeanstalt München-Ost. Mit wem bin ich verbunden? Katholische Männerbadeanstalt? Wie pervers bist du denn, verdammt nochmal, ey? Das ist eine ganz seriöse Einrichtung. Entschuldigung, zieh das jetzt hier nicht so in den Schmutz. Da bist du großgezogen worden, oder ja, was? Ja, da bin ich der Bademeister und sorge mal dafür, dass da niemand vom Beckenrand springt, ja. Oha, okay. Bist du aufgestiegen, oder was, zum Bademeister dort? Ja, erst war ich Badegeselle. Und dann war ich halt auf der Meisterschule und dann, erst war ich Badestift, ja, und dann, du kennst es ja, Badestift und dann, da hast du nur Scheiße, musst du die Ringe immer einsammeln. Ja, und die Gullis sauber machen und sowas halt. Ja, die Gullis sauber machen und dann musst du hier diese Schwimmmarkierungsschwimmnudeln musst du dann einfetten, na, ist nicht schön. Du hattest die Schwimmnudel, das weiß ich schon. Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir begrüßen keine Sau mehr. Deswegen grüße ich jetzt mal wieder. Hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Okay, hast ein paar Shouts ready gemacht. Ich merke, ich habe überhaupt gar keine Shouts mehr gerade irgendwie. Nee, ich habe keine. Du hast doch gerade gesagt, du hast hier jetzt was vorbereitet. Nee, ich habe gesagt, mir ist aufgefallen, wir grüßen. Also nein, wir begrüßen nicht mehr die Leute zum Reinkommen. So, hey, ach, willkommen, so. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schnee von gestern, piep, piep, piep. Machen wir gar nicht mehr. Ja, hast du jetzt gemacht. Habe ich jetzt gemacht. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns tatsächlich. Ja, das hat aber mehr mit dem Alkohol zu tun, auf den wir uns immer freuen. Weil es ist nämlich schon wieder der zweite Mittwoch. Nee, wie sagt man, was haben wir denn? Richtig. Naja. Es gibt ja keine. Ja, der zweite Mittwoch, passt schon. Ja, aber man sagt doch immer so, jeder zweite Mittwoch im Monat ist ja gar nicht der Fall. Ist ja der, drauf geschissen. Doch, es ist jeder zweite Mittwoch im Monat. Ja, aber man sagt doch immer der zweite. Wir haben doch jetzt schon den dritten Mittwoch des Monats. Ist doch der 21. heute. Hör auf mit so schwierigen mathematischen Angelegenheiten. Alter, ich bin schon krass angestrahlt. Du hast ja eben meine Story gesehen. Ja, ich hab sie gesehen. Vollgas. Fand ich mega gut, Alter. Aber ich hab ein lockeres Handgelenk wieder gehabt bei dem Video. Und ich hab dann die Mische gleich genommen, die da stand. Wow. So, 50-50, egal. Das ist das klassische Havanna-Rezept für ein Cuba Libre. Da mach mal 50-50. Geht schon rein irgendwie. Obwohl die Profis, die machen es jetzt so zu 95% mit Havanna und dann einfach mit so einer Pimpette und Lebensmittelfarbe wird das doch so richtig schwarz eingefärbt. Ja. Drei Tropfen rein, passt schon. Ich weiß schon, es ist wie mit Long Island Iced Tea. Die Leute denken immer, der muss gut schmecken. Nee, echter Long Island Iced Tea, den kannst du fast nicht saufen. Das ist halt purer Alkohol im Endeffekt. Aber bin ich jetzt eh nicht so der Fan von, weiß ich nicht. Mm-mm. Auch so Zombie und solche Geschichten ist einfach. Ey Gott, da haben wir uns mal so zusammengeknallt mit diesen Sachen, echt, im Cocktailhaus. Brutal.
Haben wir? Gut, andere Geschichte. Nee, nicht wir. Warst du nicht dabei, Junge. Aber hey, könntest du es beschwören, dass ich nicht dabei war? Nee, könnte ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht warst du irgendwo. Keiner weiß, wie die Abende die ausgegangen sind. Aber nee, safe, du warst nicht dabei. Ja, geil. Du warst, das Geile ist, er muss Enz aufgetroffen und du warst nie dabei. Ja. Also ich würde mal sagen, von tausendmal zusammen feiern gehen, haben wir uns tausendmal begrüßt und vielleicht viermal verabschiedet. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts passiert. Zum Verabschieden ist es nie gekommen. Nee, das stimmt. Das hat sich immer instant selbst erledigt. An der Bar, verstehst du, so die Mische reingeknallt. Ex. Vorbei. Und dann, ja, weißt du ja, Flasche im Arsch, nackt, Autobahnraststätte angebunden an der Leitplanke. Nee, ja. Auf der Palette, weil Bukake-Party, weißt du ja, die Bukake-Gang. Ja. Ich bringe es alles durcheinander. Oh mein Gott. Ich stand dann bei der Bukake-Gang. Da habe ich mir gedacht, wollte ich schon immer mal machen. Ja, ist gut. Ja. Voll gut. Da bleibt kein Auge trocken. Nee, richtig. Hättest mal ihr Gesicht sehen sollen. Ja, ja. Das packe ich nicht schon wieder aus. Den hast du, glaube ich, schon 8-mal hier angebraten. Aber er ist immer wieder gut. Okay, ja. Hast du Grüße? Ich habe keine Grüße. Hast du Grüße? Ich grüße doch. Ja, klar, doch. Ich habe heute ein bisschen Pre-Session mit der Laila gemacht. Wir waren ein bisschen draußen, haben eine halbe gezogen, ein bisschen ratschen. Laila, grüße dich mal wieder. Das wäre auch mein erster Gast übrigens, wenn wir mal hier Gäste einladen. Was schon mal eine Idee wäre, ja, würde ich immer so sagen. Deswegen, Grüße an die Laila natürlich. Grüße. Und an ihren Boy natürlich auch, an Joel natürlich. Nee, den grüße ich nicht. Nee, ja. Ich grüße nur Frauen, Männer grüße ich nicht, das ist dein Ding. Er hört uns feste, das ist schon geil. Er hört uns immer richtig feste. Aber vielleicht kann er die Stimmen nicht auseinanderhalten und weiß jetzt gar nicht, wer das gesagt hat. Alter, ich habe seinen Namen genannt, das wirst nicht du gewesen sein. Doch. Doch. Ich nenne random einfach immer willkürlich Namen, während wir hier aufnehmen. Ja, und dann grüße ich noch den Schorsch und den Hackenschorsch grüße ich heute. Komm gut durch die Bobbahn. Wie war das immer? Du schaust aus wie der Hackenschorsch nach der fünften Abfahrt. Ne? Oder wie bei Louis Drenker im Rucksack, keine Ahnung. Ja. Wer? Ach, Google mal, Louis Drenker. Okay, alles klar. Wer? Wer bist du denn? Okay. So, wir haben, Freddy hat ein Liedchen ausgesucht, was so ein bisschen einleitend ist für unser Thema, was wir natürlich noch nicht verraten. Wir singen jetzt erst und dann ergibt sich das. Das Krasse ist, das ist mir halt innerhalb von 3 Sekunden gekommen, das Lied, weil es ist als Kind, ja, verdammt. Okay, das musst du rausschneiden, keine Ahnung, wieder völliger Fail. Du wärst so ein super Typ für so eine Quizshow oder so. Richtig, genau. Alle Lösungen vorher rausknödeln, ja. Genau, wir haben ein Lied. Ja. Lassen wir es dabei. Es ist ein krasser Spread zu, was wir sonst so gemacht haben. So letzte Woche die Schlagerhölle und jetzt, ja. Das war, ja, okay, alles klar. Du begleitest uns auch auf der Blockflöte noch nebenbei, oder? Richtig. Mit dem Arsch puste ich die. Mit dem gespitzten Arschloch. Das hast du richtig gut gemacht, Leute. Mit dem gespitzten Arschloch. Überhaupt nicht lustig. So, null. Also. Null, seriös. Contenance jetzt. Ja. Contenance. Verdammt, also. Wir singen. Eins. Zwei. Drei. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser. Schwänzchen in die Höhe. Clap, clap. Das war so mit der anspruchsvollste Titel, den wir rausgehauen haben. Richtig. Ich habe wochenlang geübt. Wochenlang, ja. Meinst du, es gibt eigentlich in Alle meine Entchen Kanon? Das hat man eigentlich selten gesehen, dass das so das, irgendwo... Das kriegt man hin. Das könnte echt gehen, aber das machen wir jetzt lieber nicht. Wer hat eigentlich so ein fucking Lied erfunden? Also von wem ist das? Keine Ahnung, jemand, der nur fünf Tasten auf dem Klavier kennt, halt. Der so ding, 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 ding. Stell mal vor, wir wissen es nicht. Vielleicht ist es von Mozart oder Beethoven und ist total unterschätzt gewesen. Das, genau. Mit zwei hat er das halt komponiert oder so. Ja. Ach, ja, schön. Soweit, ich hab's ja, tut mir leid, ich hab's natürlich schon vorweggenommen, wenn es Marco nicht rausschneidet, ich weiß es nicht genau im Moment. Thema
unsere Kindheit. Marco hat mir ein sehr geiles Bild geschickt, das muss man dann natürlich auch ein bisschen zeigen. Wir haben gedacht, reden wir ein bisschen davon, wie wir unsere Kindheit verlebt haben und was wir dort gemacht haben. Mhm. Was heißt immer? Musik. Definieren wir erstmal, bis wann würdest du sagen, geht eigentlich Kindheit? Und ab wann sagt man, da war ich jetzt so ein für alles zu cool Jugendlicher? Also ab wann? Ich habe echt darüber nachgedacht, habe gedacht, so bis 8 hätte ich jetzt fast gesagt. Also schon noch Grundschule hätte ich es als Kindheit schon noch bezeichnet. Wahrscheinlich ist die Grenze, wo du sagst, du interessierst dich für Mädchen, oder? Dann ist wahrscheinlich die Kindheit vorbei. Hm. Oder wann du angefangen hast? Heutzutage ist es ja schon mit Einschulung, ja. Da hat ja jeder ein Handy und YouPorn. Ja, aber glaube ich trotzdem nicht. Also wann haben denn dich, sagen wir mal so, wann haben Mädchen dich interessiert und wann bist du morgens mit einer verklebten Schlafanzughose aufgewacht? Die ich jetzt mal abmeißeln musste, ja. Nee, aber kannst du benennen? Weißt du, wann du das erste Mal da saßt und nicht gewusst hast, was du da unten rum so machen sollst? Also das weißt du ja heute noch nicht, aber... 23. Nee, ich glaube, das war so, ich würde jetzt sagen so 12 oder so. 12, 13 hätte ich jetzt gesagt. Ja, das ist richtig. Ja, mit 12, 13 eigentlich. Aber das war ja schon, das ist für mich nicht mehr Kindheit. Nee, warte mal, das war früher, weil ich weiß nämlich noch, dass ich... Du warst ja frühreif. Wie alt ist man in der 6. Klasse? Rechne aus, 3. ist 8 Jahre, 9, 4., 5, 10., 11. Ja, okay. Weil ich weiß noch, dass ich in der 6. Klasse voll auf eine Fünftklässlerin gestanden bin und ihr Briefe geschickt habe. Also so hier dieses, willst du mit mir gehen, pipapo, und sich nicht einmal getraut, sie anzugucken und so, weiß halt diese ganze Kacke. Also in der 6. Klasse habe ich mich aktiv für Frauen interessiert und war voll in love für eine. Ja, das kann ich eigentlich mitgehen. Also so 11. Aber es stimmt nicht ganz. Pass auf, aber ich war zum Beispiel in der Grundschule schon in jemand in Anführungsstrichen verliebt, in die Simone damals. Hm. Und da war ich in der 3. Klasse. Also kannst du es nicht so genau sagen. Ich würde sagen, also für mich ist das Jugendzeit. Ja, aber wenn du sagst verliebt, dass du Bock hattest, so auf Händchen halten oder so. Also ich meine, du wirst ja nicht, also... Keine Ahnung, ich hatte Bock auf angucken oder so, ja. Mehr war es. Ja, aber hattest nicht. Du Bock auf rumknutschen oder so? Nee, meine ich ja. Also, nein, ich war Kind, Mann. Ah. Keine Ahnung, nein, das war für mich, das ist... Also in der 6. Bock Klasse... Bock auf rumknutschen hatte ich mit 15 oder sowas. Nee, ich glaube, also mit 12 hätte ich, also da war, sagen wir mal, ich war da 11, 12 oder so, da hatte ich schon Bock mit der rumzuknutschen, aber halt sie nicht. Ja, da sind wir auch das erste Mal so im Einkaufszentrum den Mädels hinterhergelaufen. Haben nichts gemacht, wir haben sie einfach hinten verfolgt, bis sie Angst schön hatten, gestalkt, ja. Mit 11 schon, weißt du? den frühen Grundstein gelegt für unser späteres Leben. Wie die Creeps irgendwo. Ja, ich weiß aber echt noch, wie wir im Einkaufs-Olympia, OEZ, im OEZ, kennst du ja, wie wir dann mit... Es müsste schon so mit 9 ungefähr gewesen mit sein. Mit 9? Nee, okay, da war bei mir noch nichts. Ja, Alter, du kommst doch aus Hinterpusimuckel. Da gab's kein Einkaufszentrum. Ja, ihr seid dann durch den Kuhstall gelaufen in der Zeit, keine Ahnung. Tante Emmerchen da und hinter der Tresen. Genau. Nein, aber nee, also mit 9 haben mich Frauen noch nicht interessiert. Frauen vor allen Dingen. Mädchen. Mädel, Kinder, das sind Kinder, Mädchen. Ja. Ganz kurz, hast du die Stuhlbremse drin? Ja, habe ich. Okay. Gerade reingetan. Mit neun, glaube ich, nee, da hat mich das noch gar nicht. Da wollte ich den ganzen Tag nur Fußball spielen und da waren Mädchen noch ekelhaft. Ja, damals hat mich Sport schon nicht interessiert und deswegen. Doch, nee, stimmt nicht. Mit 9 war ich ja auch im Fußballverein. Geil, dass du sagst, das ist noch ein Punkt. Da war ich auch im Fußballverein. Richtig. Aber, pass auf, ich habe ja aufgeschrieben: Kindheit und. Weil du sagst, so was hat man gemacht? Ich kann mich, mir ist sofort gekommen, auf dem Schulhof in der Grundschule haben wir Fangen gespielt. Oh ja, Fangen. Ja. Pass auf, damals dann Fangsti und wir haben das dann noch gepimpt und haben Bussi Fangsti draus gemacht. Bussi Fangsti, was ist das denn? Bussi Fangsti. Ja, wir haben uns gefangen und wir mussten uns einen Bussi geben. Natürlich haben die Boys die Mädels gefangen und umgekehrt. So war das halt damals. Die Frühreifen aus dem Ghetto, so. Hose auf, Bussi fangst die auf dem Schulhof. Nee, das haben wir nicht gemacht. Weil wir auch gar nichts mit Mädchen zu tun haben wollten, also so Grundschule. Ja, warst du so. in einem Männerhaus? Nee, aber in der zweiten, dritten Klasse wollte ich nicht mit Mädchen spielen. Da
Ja, aber das war doch so, Bussi auf die Backe und so, bäh, oh Gott. So auf dem Style war das ja, weil du wurdest ja gefangen, das war ja erstmal was Negatives. Nee, okay. Und da hast du so getan, als wäre es negativ und irgendwie fandest du es doch total cool, dass dich ein Mädchen fangen wollte, so ungefähr. Ich habe mich einfach immer still hingestellt und gewartet, bis ich gefangen wurde. Und alle immer so, und alle um mich rumgelaufen. Nein, alle um mich rumgelaufen, haben die hübschen Boys gefangen, ja, so. Haben mich als Pfosten genommen. Ja. Nee, also das ist mir so als erstes mit eingefallen, wenn ich so an Kindheit und Schule gedacht habe. War so, ich kann mich ja richtig krass an meinen Schulhof auch erinnern und wie wir da so rumgeeiert sind und Verstecken und Bussi-Fangste gespielt haben. Das war sehr lustig auf jeden Fall, ja. Und zwischenzeitlich, weil wir hier aus dem Ghetto kommen, war noch so Brotzeit-Semmel aus der Hand schlagen, fanden wir noch ganz witzig zu der Zeit. Das finde ich auch so super asozial. Hattest du einen Turnbeutel? Nee, ich habe nicht mitgeturnt. Ich hatte immer meine Tage. Du hattest deine Tage, denke ich mir. Freddy kann nicht mitmachen, er hat Erdbeerwoche. Ja. In der zweiten Klasse, verstehst du? So drei Tampons im Mund. Herr Lehrer, heute geht's in den Ohren und im Mund. Überall. Ich bin frühreif. Ich hab Tamponwoche. Das ist ein Depp, Alter. Ja, genau, ich starte immer eine Turnhalle, ich kann nicht mit Turn alleine, mit Tampons im Gesicht auf der Bank. Und hast dich so gekrümmt. Ja, aua! Unterleib! Ah, ich hab Bauchweh. Ich brauche eine Buskopan. Hat jemand eine Buskopan? Mich haben sie auch zur Mädelsgruppe rübergeschickt, ja. Damals hatten wir wirklich auch getrennt ja Sport, also. Ja. Nee, aber du warst der Einzige, der auch trotzdem bei den Mädels sich umziehen und duschen durfte. Ja, richtig, ich war immer bei den Mädels. Deswegen war ich damals frühreif mit meinem 3 cm Penis, so stehst du wahrscheinlich in der Dusche. Oh Gott. Oh, wow, ja. Ich hab schon wieder Bauchweh, echt, Alter. Ja, also, deswegen war so, also, genau, Semmel aus der Hand schlagen war so unser Sport in der Schule damals. Das fanden wir immer super lustig, wenn die Leute abgebissen haben und aus der Hand gehauen. Ich find's immer noch geil. Ich mach das heute noch in der Arbeit, ja. Rennst du rum und haust jedem so das Brötchen aus der Hand. Und in der Mittagspause in der Kantine so bam, hau ich den Leuten die Semmel aus der Hand. Und rennst dann so kichernd weg. Du bist. Du bist, genau. Knutsch alle Leute ab, Bussi fangst die, go for it. Ja, ja, genau. Ja. Also das ist mir wirklich als allererstes eingefallen zu Kindheitsthema und was gemacht und so ein Quark, ja. Also ich hatte auch immer so viel so, ich hatte Panini-Sammelalbum und sowas, gibt's ja heute noch, aber das hatte ich auch, so von der WM sowas. Ich auch, mit dem ersten Sammelpack und dann war aus. Das war's, ich habe die ersten 6 Karten eingeklebt und es war mein Panini-Sammelheft. Du hast halt einfach nur die Hanuta gefressen, weißt du, da sind Bilder da. Du hast die Bilder mitgefressen. Ich habe die Hanuta eingeklebt. Mein Heft war auch immer 30 cm dick. Verstehe ich nicht, ich habe immer nur die Kleinen. Und immer bröselst raus beim Tragen, blöd. Ich hab die Hanuta eingeklebt. Und ist die Aufkleber gefressen. Die Alufolie, die Aufkleber gefressen, Hanuta eingeklebt. Oh Gott. Ich geh drauf, Alter. Den habe ich jetzt auch nicht gesehen. Oh, den hast du nicht kommen sehen. Ich habe schon gemerkt, der hat dich abgeholt. Mit ja. dem Hanuta Panini-Album. Schön. Oh, Alter. Ja. Aua. Ja, okay. Also, wir hatten nie Kohle für diese ganzen Aufklebedinger. Somit, ich hatte immer nur ein leeres Panini-Heft und habe immer gehofft, dass Leute mir die Almosen geben. Nee. Aber ja, fand ich auch immer ganz nett. Was hast du geguckt als Kind gerne? Nee, pass auf, ich muss noch mal zu Spielen zurückgehen. Hast du Murmel gespielt?
Hattet ihr Murmeln? Also ich hatte Murmeln, aber wir haben nie Murmeln gespielt und ich weiß bis heute nicht, wie man richtig Murmeln spielt. Man muss die so wegflitschen also, irgendwie, ne? Aber ich hatte ja genau. Du musst die, ja. Du haust die so hin in so einen begrenzten Bereich und dann musst du die anderen treffen so ungefähr und dann tauschst du die halt dann irgendwie aus, wenn du sie triffst, kannst du mit. Ich weiß auch nicht mehr genau. Aber wir haben immer irgendwie krass Murmeln gespielt. Das war auch so ein Zeitding irgendwie. Nee, das hatten also ich hatte Murmeln, aber irgendwie ne. Okay. An was ich mich jetzt gerade, weil du sagst Spielen und Quatsch, was jetzt gerade mir so, kennst du noch diese klebrige Hand, die man so, die an so, so diese lange Gummihand, mit der du so Sachen, ja, die du ins Gesicht so, knallen kannst. So. Das hatte ich ja, und ja. Diese oder diese, das diese Ding, Spring, was du an die Wand wirfst. Dieses Klappband. Das wurde Klappband? Das sah aus wie ein Lineal und dann konntest du es dir so um Arm machen und dann hat es zusammen. Ja, so stimmt. Ein Schnappband. Dann hat sich zusammengeklappt, so. Richtig, genau, ja. Richtig. So als Armband, so Glitzer-Action, ja, genau. Und so eine Scheiße, ja. Stimmt, kann ich mich auch noch dran. Und es gab mal, also ewig lang her, da war ich okay, gab es so diese Clipper-Dinger, die konntest du so an eine glatte Wand, also Tür oder sowas schmeißen, dann sind die so runtergewandert wie so eine eklige Spinne halt, ja. Und genau, das waren so Spielzeug, was man damals, also wirklich als Kind, ich rede jetzt nicht von Jugend und elektronische Spielgedönse, sondern ich meine so wirklich so ganz, ja. Ganz früher, ja, das war da so. Ich weiß ja. Noch, ich hatte einen bei mir in der Klasse und er hatte so reiche Eltern und er hatte immer so das abgefahrenste Spielzeug und ich musste eben googeln, weil ich nicht mehr auf den Namen gekommen bin, da gab es so Spielzeug, das hieß Musk, kennst du das? Musk. Das war dann so ein Motorrad und dann konntest du draufdrücken und dann kamen da noch so Kanonen raus. Das war so ein bisschen so Pseudo-Transformers. Ach, ja, ich glaube schon irgendwie, dass ich es auch kenne. Boah, hab ich damit gespielt und ich konnte das, es hat mir halt niemand gekauft, weil das so schweineteuer war. Boah, war ich immer neidisch, wenn ich bei dem sein konnte, beim Sven. Mhm. Dann habe ich immer so getan. Ja, stimmt, es gab schon geile Sachen ja. Damals. Ja, es gab echt geile Sachen, wo jeder irgendwie haben wollte, aber halt unfassbar toll. Ich meine, eins kennt doch wirklich jeder aus der Zeit, Matchbox-Autos. Ja. Da gab's, ich weiß noch, bei unserem Schreibwarenladen damals, in unserer Siedlung, hatte der diese typische Matchbox-Wand aufgebaut und da waren die einzelnen Autos drin. Und da standest du als Kind davor und hast gedacht, wow. Und die Federung, ich weiß noch, Jeeps, die Nachbauten waren mit großen Rädern, das Ding war ja nicht mal 10 Zentimeter lang, so ein Auto, ja. Und dann musste das, es war am coolsten, in der wirklich Kindheit, wenn das Ding beim Hochheben und Fallenlassen am höchsten zurückgehüpft ist, also die beste Federung hatte. So haben wir als Jungs damals irgendwie uns gebattelt, so, ja. Und wer hat das coolste Auto gehabt, das am höchsten irgendwie hüpft? Lowrider-Style für Kinder. Tatsächlich war ich aber gar nicht so mit Matchbox. Ich fand immer diese Aufziehautos so geil und da gab es auch so eine Bahn. Die waren auch war geil. Das nicht die Databahn? Hieß die so? Kennst du das noch? Databahn oder so? Also ich kenne die als Matchbox-Bahn auch irgendwie. Wo man die Autos Databahn, so vor, zurück und dann richtig. Und dann losgelassen hat. Genau. Und dann losgelassen mit Looping. Mit Looping und Sprungschanze. Ja, genau, ja. Das gibt's ja heute noch. Das kommt ja immer noch so vor Weihnachten immer die Werbung dafür und so ein Scheiß. Mit Jumps und allen Kack. Das gab's ja damals schon in unserer Kindheit im Endeffekt. Das ist ja gar nichts Neues. Ja. Das stimmt, nee, genau, oder? das weiß ich auch noch. Also so Autos sind natürlich ends abgegangen in der Kindheit und so. Und natürlich, pass auf, weil du gesagt hast, was geguckt? Natürlich Knight Rider. Ja, das war alles. Knight Rider war alles. Ich hatte dann einmal zu Weihnachten habe ich ein ferngesteuertes Knight Rider Auto bekommen. Das war geil. Alter, das ist ja Premium, Mann. Da warst du ja ganz vorne mit dabei. Der hat dann vorne auch so hier dieses Scanner. Ja, genau, das war geil. Knight Rider Auto, ja. Und deswegen, also von da an war ich auch mega David Hasselhoff-Fan, deswegen habe ich dann auch irgendwann... Siehst du auch aus wie er. Ja, klar. Aber das war auch meine erste Kassette, die ich mir geholt habe. Das war David Hasselhoff-Musik. Und ich hatte David Hasselhoff, okay. Also Knight Rider, Bettwäsche und Pipapo. Also Knight Rider war schon extrem geil. Okay, krass. Nee, da war ich, also vielleicht ein, zwei Jahre dann zu alt. Ich habe nichts davon groß gekauft oder so. Ich habe es ends geil im Fernsehen gefunden und vielleicht war halt auch einfach keine Kohle für so einen Scheiß halt auch da. Kann man auch sagen. Ich habe nichts von Knight Rider an sich gehabt, aber das Auto fand ich natürlich mega. Ich meine den Trans Am. Und kein Witz jetzt. Letztens habe ich in Dachau einen Umbau gesehen. Das ist ja der Pontiac Firebird ist es ja. Oder Pontiac Trans Am ist es. Und da einen Umbau habe ich hier stehen sehen in der Straße. Kein Scheiß. Ja.
ich bin auch gleich suchtend davor gestanden. Ich so krass reingeschaut, wie sieht das Ding aus. Mega geil. Taugt mir immer noch total, muss ich sagen. Also ich stelle mir jetzt vor, ich stehe in der Leo und jetzt kommt der krasseste Ferrari der Welt und Kit. Scheiß drauf. Ey, ich will ja, so, ey, Alter. Kit ist alles, ja, Alter. Ich würde sofort Selfie mit dem Kit und darf ich mal rein? Da könntest du ja, den richtig. Ferrari, der wird mir am Arsch vorbeigehen. Ich würde einfach nur, ey, Alter, so sieht's Alter. Aus. Ja. Mit dem Ding holst du alles ab, ohne Scheiß. Das ist richtig, richtig geil. Da hätte ich auch Bock drauf, ohne Schmarrn. Und es gibt ja eine krasse Fangemeinde für diese Umbauten und so weiter. Kannst du ja auch, kosten Schweineigel Geld natürlich, dass du dir einen Pontiac dann umbauen lässt und so weiter. Ja, ist mega gut. Aber wo wir jetzt davon reden, das lief zwar nicht morgens, aber natürlich, wie wir wahrscheinlich alle, morgens, Samstag, Sonntag mega früh wach geworden. Und dann erstmal die Zeichentrickserien geguckt. Also ich saß da dann teilweise um 5, 6 Uhr, weil ich weiß nicht warum, ich bin aufgewacht. Dann habe ich mir erstmal so eine Schüssel Crunchy Nut oder Smacks gemacht und dann saß ich da und habe mir die ganze Kacke angeguckt. Frosties, Mann, Frosties waren. Die wecken den Tiger in dir. Ja, Riss, so schaut's aus. Den quamperten Tiger wecken dir. Und da fällt mir ein, und das gibt's ja heute tatsächlich nicht mehr, ich bin noch damals so früh aufgewacht, dass teilweise noch gar kein Fernsehprogramm lief. Dass einfach nur das fucking Testbild lief, ja? Kein Scheiß, ich wollt's gerade sagen. Das kann. Ganz früher war das nicht. Ganz früher lief einfach gar nichts im Fernsehen dann um die Uhrzeit, wenn du so früh wach warst. Die haben dann wahrscheinlich so um 2 Uhr den Sendebetrieb eingeschalten und dann irgendwann erst um 6 Uhr wieder angemacht oder so. Ja? Und dann hast du 4 Stunden dieses pfeifende Bild einfach nur gehabt. Piep. Und du warst krass gespannt davor. Ja, schon. Was wird heute kommen, hey? Oh mein Gott. Was wird sein, ja. Ach, nee, genau. Das war cool. Das weiß ich auch noch. Ich weiß es auch noch. Und ich weiß noch die Zeit, wo man natürlich irgendwie einen Fernseher hatte. Also mein erster Fernseher, da war ich, glaube ich, 7 oder so. Nee. Der hatte auch 7 oder 8 Programmplätze mit einer unfassbar fetten Fernbedienung, wo du hast Bodybuilder sein müssen, ja. Weil das Ding einfach ein Klöpper bis zum geht nicht mehr war. Ich kann mich erinnern, mein Dad hatte noch so einen alten Fernseher, da war die Fernbedienung, war noch mit Kabel. Größer wie der Fernseher. Da war ein Kabel an der Fernbedienung. Was, ein Kabel? Oh, da war noch nichts mit Infrarot. Hat dein Vater Edison oder Tesla geheißen, oder was? Das war geil. Was, der hatte eine Fernbedienung mit Kabel? Mit Kabel, ja. Aber da war ich noch ganz, ganz kleines Kind, wie das am Start war. Ja. Nee, aber ich hatte erst mit 12 einen Fernseher. Ja, krass. Du hast ja vorher mit den Kühen auf der Weide gespielt und sowas. Ja, das war bei mir nicht. Wollte so. Ich aber tatsächlich sagen, ich war aber auch ein Kind, das total gerne draußen war. Im Wald und generell so draußen. Also wir haben viel auch draußen gespielt. Also das war schon ein Thema. Das ist mir zu verrückt gewesen. Echt nicht? Nee, doch, natürlich habe ich draußen gespielt. Und meine Mutter ist halt wirklich, hi Ma, mal wieder, die ist halt irre geworden, wenn ich im Stadtteil bei uns rumgecruised bin und irgendwie nicht nach Hause gekommen bin. Ja, da ist sie ausgeflippt, ja. Da ist halt doch bei mir behüteter gewesen, ja. Richtig, in der Stadt ist es halt wirklich was anderes. Meine Mutter hat zwar schon gesagt, du, wirklich, ich weiß noch, die Regeln waren, du bleibst vorm Haus. Meine Mutter hat alle, weiß ich nicht, 15 Minuten, 20, 30 Minuten genau aus dem Fenster geschaut und hat geguckt, der Bub spielt da unten Fußball, direkt vorm Eingang. Hauseingang, aber großer Block natürlich. Und dann war das alles okay. Und plötzlich war ich halt weg, weil ich damals mit dem Nachbar mit seinem Dackel spazieren gegangen bin und einfach mal 2 Stunden weg war. Mhm. Meine Mutter ist ausgerastet. Ja, also ist das... Ja, okay, das... Im falschen... Ja. Also weg sein, also als Kind einfach dann weg sein, weil du denkst, du bist ja safe. Den Menschen kennst du ja. Da kannst du mit spazieren gehen, der hat einen Hund, alle schicki. Ich weiß nicht, wie sich das dann anfühlt. Mhm. Dann drehst du völlig durch, glaube ich, ohne Scheiß. Das ist halt auf dem Land doch nochmal was anderes, weil da einfach, also ja, ich war zum Beispiel, wir haben ganz oft immer, waren wir unten am Fußballplatz und haben Fußball gespielt und dann kam ich dann so im Sommer, gerade wenn Ferien waren, kam ich halt erst nach Hause, wenn es dunkel wurde. Und da ist draußen doch nochmal ein bisschen lockerer. Ich meine, klar, passiert da auch viel Scheiß, aber das ist, glaube ich, ganz was anderes, als würdest du jetzt hier in München irgendwo im Ghetto groß werden oder so. Deswegen, ja, total. Also ich hatte ja auch einen Wald gleich um die Ecke und also ich war oft dann im Wald und haben wir so Buden und Lager gebaut und so oder auf Bäume geklettert. Also das war schon cool. Deswegen. Ja, weißt du, was uns da damals passiert ist? Wir haben damals irgendwie, das war auch mit 8 oder 9, wir haben auch eine, also wir haben im Münchner Norden gibt es auch Wald. Das ist halt Stadtgrenze, ja. Und dann sind wir in den Wald und haben den Müll gesehen im Wald, den es bei euch wahrscheinlich erstmal nicht gab, denke ich jetzt mal.
Und haben wir gedacht, hey, wir sind jetzt die Müllpolizei und wir räumen da auf. Da haben wir wirklich angefangen, den Wald aufzuräumen. Zum Spaß, weil es uns halt Spaß gemacht hat. Wir, die Umweltaktivisten. Mhm. Und dann wurden wir von irgendwelchen Leuten im Wald verfolgt. Das war kein Witz. Ich erzähle keine Scheiße. Wir wurden im Wald als Kinder von anderen Leuten verfolgt. Bis wir zu einer älteren Dame kamen und die uns dann hinaus begleitet hat, so ungefähr, bis zur großen Straße, wo dann kein Problem mehr bestand. Mhm. Also, das ist halt im Ghetto schon echt eine andere Hausnummer. Daran kann ich mich echt sehr, sehr gut erinnern. Ja, deswegen habe ich auch, auch Punkte bei mir, ja, die Zeit super genossen bei uns auf dem Bauernhof, wo meine Familie herkommt. Als Kind dann Bulldog fahren zum Beispiel, habe ich ends geliebt. Das fand ich mega. Bulldog fahren und eben auf dem Bauernhof zu sein, wo Tiere sind, wo gearbeitet wird. Da ist viel Land außenrum. Da brauchst du wegen Autos, Straße und diesen ganzen Kack dir keine Sorgen machen. Mhm. Das war für mich als Kind schon Urlaub, muss man so sagen. Ja, das war wirklich raus aus diesem Scheiß München. Ja. Also ich hatte, wie ich noch oben in Nordrhein-Westfalen gewohnt habe, mein Opa hatte ja einen Bauernhof und da war ich natürlich auch total oft und da weiß ich auch noch, wie geil das immer war mit den Tieren, in der Scheune, im Heu, du hast irgendwo Verstecken gespielt mit den Nachbarskindern. Richtig, oder so. Ja. Und du warst einfach den ganzen Tag beschäftigt und es hat auch keiner so groß nach dir geguckt, weil ja, der wird halt irgendwo hier rumkaspern. Und das fand ich schon total geil. Es hat keine Angst oder sowas, ja? Angst oder so, weil es war keine große Straße da und also das war für mich immer das Größte. Und dann, wenn dann irgendwie so Heuernte und so, also wenn da das Heu eingefahren worden ist und so, dann immer mit meinem Opa auf dem Trecker gesessen und das fand ich einfach mega cool. Genau, richtig. Ich fand's auch so geil. Ich bin dann sogar in den Ferien, also ja, eben Grundschule, Ferien und so weiter, wenn ich halt da war. Ich glaube, ich bin so mit 8, 9 immer regelmäßig mit den Ferien da hingefahren, auf unserem Bauernhof, meinem Onkel halt, ja. Und ich war jede Ferien da, bis ich, glaube ich, 15 um den Dreh rum war. Und dann pass auf, dann schießt genau diese Grenze, die du vorher genannt hast. Dann wurden Mädels interessant, da wurde Party interessant. Und dann bin ich halt natürlich nicht mehr da so. Also das ist für mich so die gefühlte Grenze zwischen Kindheit und Jugend und so weiter. Ja, wenn du zu cool für alles irgendwann wirst, ja. Richtig, genau. Dann wollte ich da nicht mehr so hin, dann wollte ich lieber daheim bleiben, ja. Party machen, Leute treffen und so weiter. Aber das war für mich dort echt, als Kind war das Größte. Mit den Leuten da rumkaschballen, mit dem Bulldog. Mein Onkel hat damals noch in Milchkannen, die hat er noch ins Dorf fahren müssen, damit die da dann abgeholt werden vom Milch-LKW. Das war für mich das Größte, ohne Scheiß. Da an dem Bauernhof so mitwursteln und so weiter. Mit meinem Onkel, ich bin immer am Rockzipfel rumgehangen die ganze Zeit. Das fand ich halt einfach unfassbar geil. Das hat mir richtig viel zurückgegeben auch. Ja, so raus aus der Stadt. Mhm. Und deswegen würde ich selber auch mit einem Kind, wenn ich ein Kind hätte oder so, ich würde das sofort Urlaub am Bauernhof, dass es mal lernt, wo die ganze Scheiße eigentlich herkommt und so weiter. Das wäre für mich das Wichtigste auch. Ja. Wenn ich jetzt auch so zurückblicke, würde ich auch sagen, dass es einfach für ein Kind nichts Geileres gibt, als auf dem Land groß zu werden, aber nichts Beschisseneres gibt für einen Jugendlichen auf dem Land groß. Also, richtig, so sieht's aus. Ich meine, es gibt bestimmt auch welche, die sich da mega gut wohlfühlen und so, aber ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du dann so wie ich auf dem Land gelebt hast, aber trotzdem München in der Reichweite ist und du so diesen Kontrast hast. Wenn du jetzt natürlich in Hinterknödelbachhausen irgendwo im tiefsten Urniederbayern wohnst, wo gar nichts Großes ist, dann ist wahrscheinlich, merkst du das nicht. Ja, das ist da, wo die Erdscheibe aufhört. Ja, genau. Ja. Wo du halt einfach immer nur aufpassen musst, wenn du mit dem Boot so weit rausfährst, dass du nicht runterfällst. Dass du runterfällst. Ja. Nee, aber da ist wahrscheinlich dann, da merkst du es vielleicht nicht so, aber hier war halt doch, ich meine, Geltendorf hatte halt noch die S-Bahn-Station, deswegen das Tor zu München stand offen und So wie das aufgestoßen war. Ich meine, klar, mit 12, 13 bin ich nicht groß in München weggegangen, aber ich war schon mal, dass ich gesagt habe, komm, wir gehen da zum Saturn oder sonst was. Und dann hast du halt so gesehen, boah, krass, wie du schon gesagt hast, wir hatten ja kein Kaufhaus oder so in Geltendorf. Da war halt wirklich, wir haben ja noch nicht mehr eine Ampel, habe ich ja schon mal erzählt, ja. Und das war halt dann krass, weil du das gesehen hast, ja. Und da findest du es halt als Jugendlicher dann total scheiße, wenn du da auf dem Dorf irgendwo rumkaspern musst. Glaube ich. Ja. Also ich habe es auf jeden Fall auch scheiße Logo, gefunden. Verstehe ich auch. Gibt ja Leute, die das voll geil finden, ne? Nee, und es ist halt auch, es ändert sich mit dem Alter halt einfach. Also, als Kind ist geil, als Jugendlicher scheiße, als junger Erwachsener wahrscheinlich immer noch relativ scheiße und mit Familie wieder geil, wo du sagst, du bist zwar immer noch im Speckgürtel von München und bist aber trotzdem irgendwie aufgeräumt in deinem Ort halt so ungefähr. Jeder muss das selber wissen, aber
jede Zeit hat seine anderen Auswirkungen. Ich wollte gerade sagen, also momentan, ich liebe es, in München zu wohnen, einfach, oder sagen wir mal, in der Großstadt zu wohnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du dann irgendwann, wenn du älter wirst, sagst, boah, ich brauche diesen Trubel nicht mehr, ich brauche eher Ruhe und ein bisschen gechillt und ein bisschen mehr frei, also ein bisschen mehr Platz auch, weißt du, einfach so. Deswegen liebe ich es nicht mehr, in München zu wohnen inzwischen. Ich will nicht mehr in München wohnen, ohne Scheiß. Das ist für mich zu viele Menschen, zu wenig Parkplätze, zu viel Geeiere. Nee, will ich nicht. Das ist so, das ist genau der Unterschied. Aber es kommt auch drauf an, wo du eben vorher gewohnt hast. Ich habe 30 Jahre in München gewohnt. Und das Geile ist, mein Freundeskreis kommt aus Schleißheim. Und die sind alle nach München reingezogen, obwohl ja jetzt, du kannst ja nicht mal Schleißheim mit Geltendorf oder so vergleichen. Nee. Weil es ist ja nochmal ein unfassbares Stück weiter draußen. Ja, und Schleißheim ist genau eine S-Bahn-Station draußen. Und, ja. Und Schleißheim ist einfach auch viel, viel größer. Ihr habt auch eine Ampel. Richtig. Ja, ja. Also Oberschleißheim ist viel, viel größer und Unterschleißheim ist noch viel, viel größer. Das ist eine Stadt. Mhm. Ja. Und deswegen kann man es nicht ganz vergleichen, aber die wollten alle rein und ich wollte raus. Und das macht halt auch den Unterschied, wo du halt auch aufgewachsen bist. Ja, ja, aber auch erst jetzt. Also mit 18 wolltest du bestimmt nicht nach Dachau rausziehen. Da hast du recht. Nein, das wollte ich nicht. Ja, eben. Deswegen, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Und natürlich, du kennst es ja gar stimmt. nicht anders. Und es ist ja immer so, da wo du bist, willst du nicht sein. Und da, wo du hin willst, wollen vielleicht andere hin, die daher kommen. Ist ja immer so. Ja, ja, deswegen fand ich es so krass. Die sind alle nach München rein und ich bin halt rausgezogen im Endeffekt, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, aber bei mir war das auch noch was anderes, weil ich hier auch nicht aufgewachsen, also weil ich, weiß ich nicht, habe ich ja schon mal erzählt, dadurch, dass ich nie so diese Connection hatte, weil ich halt immer der Saupreis war, habe ich mich halt auch nie so geerdet gefühlt, dass ich gesagt habe, das ist meine Base, deswegen, ey, weg, weg, weg. Deswegen habe ich auch alle Zelte abgebrochen. Es gibt vielleicht noch zwei, drei Leute, die ich kenne, mit denen ich irgendwie Kontakt halte. Das wäre dann auch tatsächlich wahrscheinlich scheißegal gewesen, wo es ist im Endeffekt, ja. Ah, weiß du musstest dich selber, du musstest deinen Raum selber finden. Das hat ja, aber wenn du mit den Leuten da aufgewachsen bist, das sind alles deine Freunde und so, dann ist es. Na, aber egal. Ja, ja. Ja. Nein, ich meine ja eben, weil du ja von woanders hergezogen bist, ist erstmal scheißegal, wo du hingezogen Ach so, bist, ja, weil ja. das Problem bleibt das gleiche. Du kommst von woanders dahin. Das ist klar. Vielleicht ist es natürlich gleich in eine Großstadt nochmal was anderes, wie erstmal in ein hinterletztes Dorf, so ungefähr. Das ist, mag nochmal einen Unterschied geben, aber letztendlich, in welches Dorf, dann ist es erstmal scheißegal. Es ist erstmal nur scheiße, glaube ich zumindest. Da fällt mir aber jetzt tatsächlich auch wieder was Kindheitliches ein, weil ich bin schon sehr oft immer umgezogen und ich war sehr, 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 sehr schüchtern immer. Also ich habe mich richtig schwer getan, neue Leute kennenzulernen. Kann man dir nicht glauben eigentlich. Nee, aber das ist wahrscheinlich dadurch gekommen. Also wie gesagt, ich bin bin halt außerhalb von Köln natürlich groß geworden, ist ja auch weiter draußen und da war ein Nachbarskind, mit dem habe ich mich super gut verstanden und der kam in einen anderen Kindergarten. Ja, toll. Also kam ich da schon mal in den Kindergarten, wo ich keinen kannte. Da die Leute kennengelernt, dann haben sich meine Eltern scheiden lassen, ich bin in die nächste Stadt, war wieder der Neue im Kindergarten. Dann hat meine Mama meinen Stiefvater kennengelernt, wir sind wieder umgezogen und ich kam in eine neue Schule, kannte wieder keinen. War da drei Jahre, dann sind wir hier nach Bayern gezogen und ich war wieder der Neue. Und mir hat das so mega, also ich stand immer wirklich da so auf die Füße geguckt und also es war auch, wenn wir irgendwo im Urlaub waren und am Strand spielten dann irgendwelche Kinder oder so, ich habe mich nie getraut, mit denen zu reden oder so. Ich war immer so alleine, so ja, und wahrscheinlich habe ich durch das irgendwann das auch abgelegt oder so, ja. Aber ich war immer irgendwo der Neue und habe nie dann auch groß Freunde. Deswegen, also aus Köln kenne ich niemanden mehr groß. Weil das haben wir ja in der Berufsschule abgearbeitet. Da haben wir da abgearbeitet, das ja. Aber dieses Kindliche, also beziehungsweise dieses Schüchterne, das habe ich lange Zeit mit mir getragen. Ich wusste auch, für mich war damals als Kind oder, das war ich teilweise auch noch als Jugendlicher, ich habe mir in die Hose geschissen, wenn ich irgendwo anrufen musste, beim Arzt oder, oder hey, ruf mal im Kino an und frag, ob du reservieren kannst. Alter, ey, konnte ich nicht, weiß nicht, ich habe mir da in die Hose geschissen. Okay. Ja. Ja, ja. Hast du da Probleme mit gehabt als Kind? Also konntest du, also wenn jemand ich hab, wenn du sagst mit Anrufen, ich habe eine krasse, habe ich dir schon erzählt, die Polizeistory, bevor du jetzt wieder schimpfst und sagst, Alter, hast du schon erzählt? Sag mir gerade nichts. Mit 5 oder 6 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, das war einer der krassesten Stories, die ich als Kind abgeliefert habe, ja. Wegen Anrufen fällt mir das gerade eben ein. Also nein, ich hatte dann augenscheinlich nicht so viel Angst, zumindest in Kindszeiten irgendwo anzurufen. Ja. Ich bin irgendwann aufgewacht
in meinem, weiß ich nicht, sogar Gitterbetten, nee, Big Gitterbett kann es nicht mehr gewesen sein, normales Bett in meinem Kinderzimmer, genau. Doch. Das hat, war ich bis 10. Also mit 23 hatte ich mein Gitterbett. Und so ein Mobile oben, weißt du. Ja. Und meine Mama kam immer mit der Spieluhr. Ich wurde ja auch immer zum Wickeln, ja, und so weiter. Das ist ganz schon, normal, ja. Und Schnuller. Ich hatte noch einen Matratzenschoner, weil ich ständig eingenässt habe. Ja, aber noch ein Body heute, den man unten so aufknöpfen muss. Ja klar, zum Kacken in der Nacht. Aber das bist doch du gewesen, verdammt nochmal. Ja. Ich glaube, meine Mama hat immer noch das Babyfon an und hört in der Nacht zu. Die hat so eine App auf dem Handy, weißt du, die iPhone-App Babyphone heißt die, ja. Was der Junge macht. Auf jeden Fall war das, ich glaube, das habe ich schon erzählt, dann schellt jetzt mich wieder. Ich musste mir ja schon... Mir sagt das gar nichts. Okay, pass auf, ich musste mir schon anhören, der Freddy, du erzählst immer wieder die gleichen Stories. Fuck off, ist mir egal. Story war, pass auf, ich wach in der Nacht auf. Also für mich als Kind in der Nacht, es war nicht in der Nacht, es war halt früher Abend oder so. Wach auf, denk mir, ich bin wach, wo ist meine Ma? Sie wird das hören und sie wird sofort wissen, was ich meine. Ja. Fünf Jahre alt war ich, noch nicht in der Schule. Geh raus, geh an die Schlafzimmertür und bekomme sie nicht auf, obwohl, pass auf, weiß ich auch erst, als ich ein bisschen größer war, der Schlüssel außen gesteckt ist. Ich krieg die Tür nicht auf, ich habe den Schlüssel nicht drehen können, Tür geht nicht auf, Punkt. Hab's nicht geschafft, das Schloss rumzudrehen. Denke ich mir, da stimmt was nicht. Sherlock, da ist was nicht in Ordnung. Geh ans Telefon, 110, ja, hier Rettung, bla, oder Polizei. Ja, hier ist Fred, bla, bla, bla. Straße XY, hier ist ein Mörder in der Wohnung, meine Mutter liegt im Schlafzimmer. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was da los war? Und dann das SEK angerückt, oder was? 2 Sixpacks mit Maschinenpistolen. Nicht dein fucking Ernst. Das hast du noch nie erzählt. Das ist mein fucking Ernst, Alter. Das ist mein fucking Ernst. Alter. Auf einmal scheppert's an der Türe. Aufwachen, Polizei! Ich hin, Tür rauf, hallo? Im Schlafzimmer, nehmen Sie alle fest. Ja, pass auf, kein Witz. Die kamen rein, haben die Bude gesichert. Safe! 3-Zimmer-Wohnung, 23 Quadratmeter, safe! Blendgranaten, Tränengas. Ja, Rauch und Blendgranaten reingeschmissen. Erst mit der Uzi eine Ladung reingeknallt. Sprengladung an die Schlafzimmertür. Haben die Türen freigesprengt. Mit so einem Kampfroboter. Haben die Nachbarn erschossen, die rausgeguckt haben. Treppenhaus sicher. Auf jeden Fall genau richtig. Haben die Hütte halt dann genommen, sind mit einem Bergepanzer reingerumpelt durch die Tür. Und haben, kein Scheiß, sind da rein. Und dann war es total krass. Ich war 5 fucking Jahre alt. Ich mach die Tür auf, steht halt da einfach 1 Million Korps gefühlt für mich. So eine grüne, grün-beige Wand. Grün-beige, khaki-braune Wand war vor mir, ja. Und gehen rein und dann macht der andere die Schlafzimmertür auf, dann liegt ein Kleid, Alter, ich war 5, ich kann mich erinnern, als wäre es fucking gestern geworden, liegt ein Kleid von meiner Ma auf dem Bett und dann sagt dieses Arschloch, da liegt sie ja. Kein Witz jetzt. Ich weiß es wirklich. Natürlich lag sie nicht da, meine Ma. Sie war halt kurz weg, alleinerziehend, musste halt irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas holen oder so. Scheiß drauf, ja. Weil mein Opa wohnt genau nebenan und meine Taufpatin wohnt genau drunter. Mhm. Das heißt so, pass mal kurz auf, ich bin mal kurz weg, Style. Ja, ja, das dauert nur 15 Minuten, das Kind dreht durch und holt halt einfach mal das scheiß SEK. Krass. Das ist keine erfundene Geschichte. Ich kann mich erinnern, als wäre sie gestern gewesen. Und das Krasse war, ich wusste halt, mein Vor- und Zunahme, meine Adresse, meine Telefonnummer wusste ich mit 5 Jahren in- und auswendig und hab die einfach da reingeblökt ins Telefon. Und dass ein Mörder in der Bude ist und fragt nicht nach Sonnenschein. Ja, da ist es rund gegangen, aber richtig.
Ja, das war eine ganz lustige Geschichte als Kind. Aber hat dann deine Mom irgendwie Ärger bekommen wegen Verletzung der Aufsichtspflicht oder Pipapo? Nein. Ach, Alter, damals war das alles chillig, easy. Mhm. High five, abgeklatscht die Bullen und go. Ja. Krass. Mein Opa kam ja dann auch rüber und so weiter. Und dann kam sogar noch eine Freundin vom Nachbarblock rüber und dann war alles schick. Das war dann kein Stress. Sie haben sie halt alle erschossen. Ja, genau. Alle niedergemäht. In die Nachbarbuden eingedrungen, Granaten reingeschmissen, einfach alles war das Stockwerk clear. Ja, clear, genau. Keine Angreifer mehr. Und dann war, es war nichts an sich, ja, aber es war eine unfassbare Story, Mann, wirklich. Also ich wüsste nicht, also mit 5 Jahren wüsste ich nicht, ob ich überhaupt fähig gewesen wäre, ein Telefon zu bedienen, also und meine Adresse zu nennen oder also ich. Ich wusste alles, oder ich wusste wirklich alles. Krass. Das war instant. Ich habe das alles wie automatisiert abgefeuert, weil ich dachte, meine Mutter ist eingesperrt und gib ihm. Das war einer der krassesten Stories, ohne Schmarrn. Wenn du sie mal triffst, frag sie danach. Sie weiß es. Das war richtig krass. Okay, das ist krasse Story, ja. Ja, das war so einer der Kindheits-Highlights von mir. Und ich kann mich wirklich, weil es sind halt so super prägsame Sachen, daran kann ich mich einfach krass erinnern. Wirklich, das war so, das vergisst du nicht mehr. Was ein Kontrast, ja. Ich traue mich nicht im Kino anzurufen mit 12 und du machst halt einfach mal hier mit 5 dann SEK klar, weißt du? Die GSG 9, alles in Trümmer, Schutt und Asche gelegt. Das schaffst du auch, du musst nur sagen, Mörder ist hier, dann ist alles instant klar, ja, das geht gut ab, auf jeden Fall. Kann man empfehlen, der Spaß ist garantiert, ja. Ja, okay, das ist mal eine Kindheitsgeschichte. Wirklich, ja. Krasse Geschichte. Es war echt super lustig. Für mich. für niemand anderen Involvierten, aber für mich war es lustig. Ja, krasser Shit. Ja, nee, da kann ich nicht mal im Entferntesten mithalten. Also, nö. Aber da kommen wir zum Thema so Ängste, weil ich meine, ich hatte ja dann augenscheinlich Angst, dass meiner Mama was passiert ist und so weiter, ja, weil sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Das heißt, da warst du, seit wann bist du eigentlich Scheidungskind? Das weiß ich gar nicht. Ich war es mit 3. Seitdem ich 3 bin. Bei mir war es mit 6, ja, okay. Ja, okay, dann sind wir beide sehr früh dran. Also bei mir war es wirklich so 3. Ich kann mich an ein Ding noch erinnern, wie mein Vater seinen Koffer gepackt hat. Okay. Das kann ich mich auch noch erinnern. Das ist, ich weiß schon, es werden Leute sagen, ey, mit 3 kannst du dich an einen Scheißdreck erinnern. Doch, man kann sich auch mit 3 an ganz gewisse harte Sachen erinnern. Und das weiß ich noch. Wir hatten einen roten Lederkoffer. Das war damals up to date. Habe ich nicht heute Gucci noch. Und so ein Scheiß. Ja, genau. Du rennst doch noch mit dem roten Schulranzen in die Arbeit. Ja. Daran kann ich mich wirklich erinnern. Ich weiß das noch, wie er den gepackt hat und so weiter. Also mit 3 war bei mir die Scheidung, also war ich halt Scheidungskind im Endeffekt. Ja. Und deswegen Ängste oder sowas. Ja, also als Kind, ich war jetzt nicht mutig. Telefonieren konnte ich, hatten wir ja gerade. Aber so wegen Games und Spielen und so ein Scheiß. Also so Bäume klettern war nie so mein Favorite. Warst du einer, der so überall rumgekraxelt ist und so richtig scheiß die Wand an, gib ihm? Ja. In die Bäume hoch und also ich hatte vor sowas nie Angst, irgendwie auch hinzufallen oder so runterzufallen. Auch da habe ich gar nicht dran gedacht, weil ich gedacht habe, ich bin ja eh der krasseste Klettermax. Nee, hatte ich keine Angst. Ja, krass, vor. Ich hatte da halt, genau, da bin ich halt echt anders gewesen. Als Kind habe ich mir vor Höhe, ich habe jetzt überhaupt keine Angst vor Höhe an sich. Ich habe immer noch Angst vor unsicheren Sachen an irgendwie, also so krasse Leitern oder was auch immer, wenn ich nicht safe stehen kann. Aber ich hatte, als Kind bin ich immer der gewesen, so, ich bleib unten. Ich nehm den untersten Ast. Hier so. Das Gebüsch ist so mein Kletterbereich. Da hatte ich immer so Bäume klettern, krasse Gerüste. Ich habe mir als Kind schon immer ziemlich eingeschissen, muss ich sagen, ja. Aber du warst immer feuerfrei. Ja, du scheißt dir doch auch heute auch noch bei vielen Sachen ein. Also du bist ja schon ständig. Nee, aber ständig. Du bist ja schon jemand, der sich schnell von so einer Panikwelle erfassen lässt. So, ich weiß noch, wie Corona losging und du warst ja on fire am Anfang.
Ich hab's geliebt. Nee, also das meine ich ja. Also du bist schon für sowas empfänglich auch. Also auch so ja, vor Angst ja, schüren und richtig. So, ja. Aber das ist auch, weißt du, genau, das ist auch ein Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Es ist halt ein Unterschied, wo du halt auch aufwächst und so weiter, ja. Und bei mir war halt wirklich ich glaube aber kind, auch, dass vielleicht viele Erlebnisse dazu zählen. Also mal unabhängig, klar, ja, ist wahrscheinlich dem geschuldet, wo man aufwächst, aber auch, was du erlebt hast und so, ja. Richtig, ja. Aber pass auf, ich bin ja eben im Ghetto aufgewachsen und eine Doktrin war immer so, wirklich, aber als Kind habe ich gelernt, geh mit keinem mit. Ja, aber das lernst du überall. Das habe ich auch. Das hat meine Mama gesagt, steig zu niemandem ins Auto. Hast du? Ich durfte niemandem die Türe aufmachen. Ich sollte niemandem sagen, wo ich wohne. Immer schon. Ich wollte es eben gerade fragen, hast du diese Sätze eben auch gehört? Geh nicht mit Fremden mit, steig in kein Auto ein, mach niemandem die Türe auf. Ja. Darf ich heute noch nicht. Sag deine Mama heute noch, wenn du rausgehst. Hast du auch jemals sowas irgendwie erlebt? Ja, also es gab bei uns dann ab und zu Schreiben, dass anscheinend Übergriff, also dass wir so Kinderschänder unterwegs sind. Das gab's schon. Nein, ich frag, hast du es erlebt? Also ich habe mal erlebt, dass ein Auto, also da war ich 12. Ich komme gerade vom Mikey, gehe nach Hause, es ist 10, 11 Uhr nachts, aber im Sommer. Und ein Auto hält an und fragt mich nach dem Weg mit so zwei Typen drin. Und ich so, ja, ob sie mich mitnehmen könnten, weil es ja kalt. Und ich so, nee, ich wohne hier gleich. Und dann gehe ich weiter, sie fahren wieder ran. Ja, komm, steig doch ein, es ist kalt. Und ich so, what? Und dann wusste ich schon, weil wir da ein paar Mal vorgewarnt worden sind. Und dann bin ich halt einfach, ich kannte mich ja aus, bin durch so ein paar Hecken gesprungen und war weg. Aber das ist schon damals ein paar Mal passiert. Genau. Das finde ich aber geil, dass du so erzählst, weil du ja wirklich konträr zu mir in irgendeinem Dorf aufgewachsen bist halt. Weil das genau ist mir auch passiert. Und ich komme halt mitten aus dem Ghetto in München und genau das eben auch. Ich bin mit dem Fahrrad lang gefahren und dann hält ein Auto vor mir an und fragt mich irgendwie irgend so einen belanglosen Scheiß, so willst du mitfahren? Ich brauche eine Luftpumpe von deinem Fahrrad, irgend so totalen Shit einfach, ja, was überhaupt nicht zusammengepasst hat. Und ich irgendwann gecheckt, Alter, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und in die Pedale und gib ihm halt Vollgas in die Siedlung rein, weil ich mich eben auch ausgekannt habe und irgendwie weg war. Und das ist schon echt krass, dass du als Kind sowas erlebst halt auch. Dass es echt wirklich gruselige Situationen gibt, wo du sagst, wow, das ist für ein Kind absolut nicht normal und nicht gut und das gehört da nicht hin. Keine Ahnung, also das hat nichts mehr mit safe und behütet zu tun irgendwie. Aber echt verrückt, dass du das auch erlebt hast. Wahrscheinlich passiert das sogar sehr oft auf dem Land, weil es vielleicht leichter ist, da die Kinder zu grappen, weil die halt unbeaufsichtiger sind, weißt du? Und es sind weniger Zeugen. Das kann sein, ja. Die Kinder spielen im Wald, sind weiter weg, weil die Leute halt doch eher so, ja, hier passiert ja eh nichts, also naja. Krass, nee, das, ja, kann sein. Das hatte ich auf jeden Fall auch, ja. Deswegen kenne ich auch so Sprüche, hier steigt mit niemandem ein, das, dies, jenes, also, na. Ja. Ja, ist bei mir eben auch so. Das hat mich halt krass geprägt auch, weil es war halt immer irgendwie unterschwellig, war das halt mit dabei. Das ist halt nicht, das ist überhaupt nichts Schönes, wenn du einem Kind ständig mitgeben musst, hab eigentlich Angst. Also hab Angst, schau hin. Aber würdest du ja genauso machen, wenn du ein Kind hättest. Natürlich. Ja. Besonders wenn ich eine Tochter hätte. Alter, ich würde durchdrehen. Ja. Besonders wenn du den ersten Typen mitbringst. Ich würde ihn einfach totschlagen. Keine Ahnung. Ja. Du würdest wieder anrufen beim SEK. Wenn es so ein Arschloch wäre wie wir. Ja, dann ist der Ofen aus. Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich glaube auch, dass es wird mich hart abfacken. Deswegen würde ich lieber ein Kind irgendwo draußen aufziehen, aber jetzt relativierst du das Ganze natürlich auch, das passiert doch auf dem Land. Ich denke mal, es kann überall passieren, deswegen weiß ich auf jeden Fall, dass du das überall eingetrichtert bekommst, ja. Ja, glaube ich. Aber apropos Kindheitstrauma, ich musste als Kind eine Korthose tragen. Also wirklich, ich habe leider kein Foto, aber ich weiß, ich hatte eine Korthose an. Kann ich mich noch dran erinnern? Das war. Ich hatte eine rote Korthose. Krasser Scheiß. Ich habe immer noch Albträume. Aber du konntest mit ihr Alkohol kaufen. Das ist doch auch okay. mit vier. Bist du mit deinem Bobbycar zur Tanke und dann hast du hier einmal die 12 und bitte hier den und 3 Liter den Doppelkorn, Wodka, genau, was? Ja. Genau, so sieht's eben aus. Korthose hebt alles auf, ja, kein Thema. Ja.
Deswegen habe ich jetzt schon letztes Mal die Rente beantragt, habe mir eine Kordose angezogen und Co. Instant, du kriegst sofort AstraZeneca geimpft, kriegst die Rente, die Leute stehen in der U-Bahn auf. Du bist sofort auf Prio-Liste 1 ja, beim Impfen. Was haben Sie für Probleme? Kleidung, Kord. Kannst du angeben hier bei dem Impf, wenn du dich anmeldest. Ja, genau. So. Beruf, Vorerkrankung, Klamottenstil, Kord. Genau. Alter, Vorerkrankung und welche Hose tragen Sie? Jeans, Stoff oder Kord? Bing, Prio 1. Da wirst du noch vor den 100-Jährigen geimpft. Wenn du Kord, Jacke und Hose angehst, es kommt eine Drohne und schießt sie rein, wie so. Oder es kommt so ein Wildtierfänger und pustet mir Blasrohr rein. Ne? Aber ich stelle mir vor, so im Impfzentrum ist es so, als wärst du so am Flughafen Senator-Status und hast so ein eigenes Gate für dich. Gate, genau. Du bist sofort in der eigenen Schlange. Da ja. Hinten, da stehen die Prio 1-Leute in so einer riesigen Schlange. Und hier nur für Kord. Hier nur für Kord. Du musst durch so einen Gang gehen und da stehen Typen mit Blasrohr und pusten dir den Impfstoff rein. Ja. Geil. Ja, das stimmt. Also, Kord, ich suche wirklich mal. Also, wir müssen auf unserem Insta-Profil. Hast du ein Kord-Foto als Kind? Also, hast du sowas? Ich muss suchen. Irgendwo kann sein, dass ich es habe oder so. Und ich hau meine Ma an auf jeden Fall. Irgendwo gibt es bestimmt irgend so ein Kackbild, Mann. Ich hatte eine rote Kordhose unterirdisch. Ich suche, vielleicht finde ich es, ich weiß es nicht. Ich schau mal. Weißt du, was mir letztens übrigens auch aufgefallen ist, wie ich mir meine Kinderfotos angeguckt habe? Meine Kinderfotos, so von der Qualität des Fotos, das schaut so aus, als würde mein Opa mittlerweile Fotos zeigen. Kennst du das? Dieses Schwarz-Weiß mit diesem geriffelten Rändern, so, weißt du, so sahen die Fotos ja aus. Mit dem weißen geriffelten ja, genau. Rand so abreißt. Dann gucke ich mir meine Fotos an und denke mir, Alter, wie alt bist du, hey? Das ist schon so vergilbt und kaum Farbe. Das Krasse ist, Alter. Du, ich meine, ich habe ja noch echte Fotoalben, das kennen ja manche unserer Hörer gar nicht auch mehr. Und ich habe eine Kiste mit echten Bildern halt, also sogar noch mit Festmessen. Die riechen ganz schön komisch. Ist das schon mal aufgefallen? Die riechen ja, komisch. Ja, richtig. Das ist ein eigenes Ding. Das ist eine eigene Welt, wenn du echte Fotos hast. Naja gut, ich habe den Dia-Projektor, was soll ich jetzt hier sagen? Ja, stimmt, Iris, das riecht auch total komisch. Nach Lösemittel und so Kack, keine Ahnung. Ja. Naja. Junge, ich würde sagen, du, ich habe mal einen kurzen Input bekommen. Wir sollten. Das hast du letzte Woche schon erzählt. Ach, Entschuldigung, mein Gott! Immer auf die alten Leute. Außerdem, du hast nur nie Bock zu reden. Jetzt erzählst du immer, dass die Leute das sagen. Und ich habe dir damals schon gesagt, wer sagt, er hat keinen Bock mehr, kann auch jetzt abschalten. Stimmt. Also hier abschalten. Ich hatte noch so viel auf dem Zettel. Naja, du hast ja auch 12 Seiten da hängen, das weiß ich schon. Was hast du noch? Komm, weißt du, hau die Brios raus. Nur mal so raus für euch, ja? Es ist 2 Stunden, bevor wir uns hier aufnehmen wollen. Und Freddy schreibt, was war nochmal das Thema? Was sind die Gebiete? So viel zum Thema Vorbereitung. Weißt du, ja, jetzt kommt das Dissen. Du hast extra Zettel Freddy Dissen aufgeschrieben, oder? Ja, so nee, sieht's aber aus. Hast du mir heute die WhatsApp geschrieben um 16.45 Uhr? Was sind nochmal die Gebiete heute? Ich hab keine Ahnung. Ja. Der lügt. Du bist so ein geiler Typ hier, weißt du? Ey, ich hab genau meinen kleinen Zettel hier. Der reicht vollständig aus. Wir haben eine Stunde voll gemacht. Was willst du denn? Alles schick. Alles gut. Eine Frage habe ich aber noch, dann können wir Feierabend machen. Okay, hau raus. Warst du Team Lego oder Team Playmobil? Lego, Alter. Vollgas. Ich hab mir, pass auf, ich rede nicht von Lego, ich rede nicht von Lego Technik, ich rede von normal, also weil Lego Technik hast du ja so einen Plan. Auch Lego. Ich hatte nie Playmobil, ne, ich hab immer Lego gehabt. Mir war das immer zu blöd, ich hatte da keine Fantasie, ich wollte immer fertige Sachen haben und mit denen spielen. Ich wollte nicht anfangen, irgendein Kackhaus zu bauen, das einfach nur ausschaut wie Scheiße. Ja. Ich wollte einfach. Nee, mein erstes in diesem Bereich, also wenn du jetzt eben Lego oder Playmobil nennst, Spielzeug, mein eigenes, war das Feuerwehrhaus. Das würde man jetzt wahrscheinlich Lego City Feuerwehrhaus nennen. Das war einfach fucking Lego Feuerwehrhaus damals. Mit Rolltor, das war so das Technik-Gimmick war das Rolltor. Ich liebe Lego immer noch. Ich habe mir vor kurzem echt den Lego Dodge Charger gekauft, weil ich es so geil von fand. Von Duplo, oder? Mit den dicken Steinen. Ja, genau, der große. Das Ding ist so groß wie ein echtes Auto. Ja, da steige ich auch immer ein. Ich habe extra eine Garage gemietet, damit ich in mein Duplo-Auto einsteigen kann.
Da hockt jemand drin. Brumm, brumm. Mit so einem eckigen Lenkrad. Du hast auch so eine Lego-Friese, oder? Einfach diese. Genau. Ich bin ja eigentlich so ein Typ, ich hab so einen Nippel am Kopf oben, um mir die Frisuren aufzusetzen. Und da hast du so 20 verschiedene Frisuren. In der Früh so plump. Heute mal Darth Vader. Das ist eine geile Lego-Friese. Das ist geil. Da weißt du, pass auf, das halten wir. Da machen wir geile Fotodinger. Wir basteln uns Fotos, wo wir diese Lego-Friesen aufhocken. Das kriegen wir hin. Das kriege ich hin. Das kriegen wir hin. Schnee von gestern in der Lego-Edition. So sieht's aus. Mega gut, Alter. Das machen wir. Wir machen uns zu Lego-Figuren. Das kommt jetzt dann auf voll jeden gut. Fall. Mega geil. Ah. Also ich bin definitiv Team Lego, du bist Team Playmobil. Ich war immer Team, also auch Piratenschiff und so, das fand ich total geil. Ich wollt's gerade sagen, Alter, das Piratenschiff von Playmobil war natürlich unfassbar. Ach, das hast du doch geil. Gehabt. Nein, das hatte ich nicht, Alter, wir hatten keine Kohle, das Scheißding hat 73 Mark gekostet, keine Ahnung. Das war einfach unerreichbar aus Gold. Hatte ich nicht. Ich fand's aber mega geil. Das hatten wir im Kindergarten und wir haben uns gefotzt um das scheiß Playmobil-Schiff. Das war mega. Das kenne ich klar. Ey, jeder in unserem Alter kennt das scheiß Playmobil-Schiff. Voll gut. Nee, das habe ich geliebt. Das hatte ich. Also Playmobil fand ich. Das hattest du, ja, du scheiß Snob. Du scheiß Bonze, genau. Du hast ja nur mit angemalten Stöcken gespielt. Ja, richtig. Und hab Lego gespielt mit Stöcken, ja. Mein Feuerwehrhaus war aus Stöcken, ja. Aber ich hatte ein Auto aus Stöcken. Das ist doch immer der gleiche Stock, weißt du? Heute ist es das Feuerwehrhaus, morgen das Piratenschiff. Es ist halt nur ein Stock, verstehst du? Aber je nachdem, wie du es ins Licht hältst, weißt du? Ja, genau. Der Schatten wirft gerade ein Feuerwehrhaus, ja. Wenn ich ihn drehe, ist es ein Auto oder Piratenschiff. Das ist 2-in-1-Spielzeug. Voll gut, ey. Das ist das B-Modell bei Lego Technik hinten dran. Ja, du musst nur drehen. Voll gut. Oh, aber du kannst es drehen und wenn du. Also, mein Highlight war heute, du klebst dich an Lucia ins Panini-Heft. Mein Highlight. Das war. Ja, der war ganz gut. Okay, den kann man mal so hinstellen. Das war auch das Einzige, was auf deinem Post-it stand, oder? Den Rest hast du improvisiert. Ich hatte Panini Duplo, ja klar. Das war dir drin gestanden. Ich wusste, du holst es raus heute. Ja. Ich hab die Packung und die Aufkleber gefressen. Jetzt weiß ich auch, wieso mit mir keiner tauschen wollte. Wie die Kinder in der Schule geguckt haben, wie du mit deinem Hanuta-Album da so. Mit meinem Bröselbuch. Weißt du, 10 Meter dick. Weißt du, so. Auf meinem Schultisch alles voll gebröselt mit Schoki und Ding. Ja, die deutsche Mannschaft habe ich fast komplett. Das ist Rummenigge, viereckiger Kopf. Den habe ich doppelt. Wollen wir tauschen? Ich tausche immer nur Waffeln, ne? Ach, schön. Oh Gott, mein Bauch, Alter. Ich drehe. Ja, gut. Wow, okay. Ja, weil der Freddy hat Input bekommen. Wir sollen nicht mehr so lang machen. Ich muss ihn jetzt ein bisschen ausbremsen. Richtig. Freddy, hör auf mit deinen Storys. Pack deinen Stock wieder aus, hältst du den gegen das Licht und wartest, was der... Und spiel heute noch ein bisschen. Ich sitze noch am Boden mit meinem Stock so brumm, brumm. Und ziehst ihn auch so voll vor. Gut. Das kannst du ihn so aufziehen, diesen Matchbox. Ja, genau. Der Matchbox-Stock. Und schieb ihn so vor, so hui. Und wirfst ihn in so ein Looping rein, so hui. Und er bleibt hängen, so aus. Ja, nee, war wieder eine Freude. Eine Anekdote aus unserer Kindheit fand ich super, hat mich echt abgeholt, das Thema, muss ich sagen. Ja, weißt du, letzte Woche war das Kirchenthema und dann dachte ich, was kann man da einleiten? Klar, Kinder. Ich habe leider wieder gehört, dass Leute deine Kack-Story aus der Gemeinde hören wollen, aber du wolltest nicht, ne? Du wolltest nicht. Das ist der Cliffhanger. Die kommt nochmal. An dem wir uns aufziehen. Das ist der Cliffhanger. Ja. So,
Alles klar. Ich wünsche euch was. Es war mir eine Freude. Ich habe herzlichst gelacht. Diese Folge Schnee von gestern wurde ihm präsentiert von Hanuta. Mhm, auf jeden Fall. Können wir verlinken. Passt. Ja, schon. Wir verlinken Hanuta. Voll gut. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen mit der Crowd auch. Also wenn ihr Themengebiete habt, die ihr irgendwie gehören wollt und so weiter, dann fragt uns natürlich auf Insta oder was auch immer. Die ihr seriös behandelt haben wollt, dann wendet uns. Richtig. Ja. Völlig seriös. Dann schreibt uns, sagt was dazu, haut mal raus, würde uns freuen. Du bist doch jetzt hier der Insta-Gott geworden. Du kannst da ja mal so eine Umfrage starten oder ich? So. Du ja, bist der Freddy Gott. Gibt Gas. Das, also ihr müsst mal wissen, was da hinter den Kulissen abgeht. Der Freddy gibt Gas. Freddy ist die Marketing-Bitch bei uns jetzt geworden. Das ist krass. Ja, ich muss ja auch irgendwas Sinnvolles tun mit dem ganzen es Thema. Es ist, ja. Der steht da und eine Kampagne nach der anderen wird gefahren. Das ist Wahnsinn. Ja, ich werde ja immer wieder geschimpft. Wir müssen mehr mit der Crowd anfangen. Das ist einfach ich schwöre euch, bei der nächsten Folge hat er schon so einen schwarzen Steve Jobs Rollkragenpullover an. Und dann genau. Steht er auf der Bühne. There's one more thing. One more thing, ich wollte gerade sagen. I call it Stock, but... You know, this is amazing Stock. Da ist auch iTunes drauf und so weiter. Genau. Schöne also, Woche. Schickt uns mal was, wenn ihr Bock habt. Schöne Woche. Ja, und der Freddy als alter Marketing-Kampagnen-Guru wird bestimmt irgendwas total Tolles zaubern. Ich habe das im Gefühl, der wird da ein Feuerwerk ab. Der wird eine riesen Umfrage starten. Ja, natürlich. Und damit aber so Balkendiagrammen wird dann gearbeitet, Hochrechnungen. Du bist doch der Controller, mein Gott, echt. Schöne Woche, bis dann, ciao. Also, schickt uns was, sagt uns was, schöne Woche, ciao.